Hallöchen, willkommen auf TweeCube. Mein Name ist Richard, ich bin Franz und mein Mikrofon ist komplett falsch eingestellt. So, okay, jetzt passt. Und zwar, wie hab ich's gesagt? What the fuck, wie rede ich gerade? Also, 3, 2, 1, Hallöchen, wir haben eine Welt beendet im letzten Part, Welt 3, und jetzt machen wir hier weiter, Höhle der Juwelenblöcke. Ich habe einen doppelten Espresso, weil sonst überlebe ich den Abend nicht. Oh, nee, so ist wirklich stark, warte. What the fuck, seid ihr für Gegner? Das sind ja... nicht... LOL, das Galaxy-Item, wie ich es damals benannt habe. What the fuck? Also ohne Witz, Leute, erstens dieser Gegner hier und dieses Item hier könnte komplett aus Mario Galaxy sein. Gibt es nicht so ein ähnliches Item? Ich weiß nur, dass es diese Feder gab. Das heißt, anstatt ich das auf dem Kopf habe, habe ich das unten und es macht dann boing boing. Deswegen, wie geil ist das denn? Sorry Leute, ich bin gerade bisschen, ich will das Item haben. ich bin gerade ein bisschen happy. Warte mal, was ist hier drin? Okay, hier ist nichts. Okay, erstmal das mit dem Vordergrund finde ich auch richtig geil gemacht. Ihr seht's ja. Die ganzen Steine da im Vordergrund. Wirklich da im Vordergrund. Das finde ich auch sehr geil gemacht. So, gib mal her. So. Gegner sind einfach Steinblöcke, aber halt maschinell, kann man sagen. Das sind einfach irgendwie Industriesteinblöcke. Versteht ihr, wie ich meine? Scheiße, ich dachte, ich wäre ja voll... Ja, gut. Ja, scheiß drauf. Dann eben ohne. So. Was hast du zu sagen? Okay, krass. Keusch. Okay, hier ist eine Münze. Erstmal her damit. Also, wir haben jetzt auch sehr interessante Kristallen. Ah, okay, ist auch direkt. Warte, kann ich das hier eigentlich? Warte, kann ich hier rein? LOL! Okay, es gibt geile Wege, die man damit einschlagen kann. Okay, das ist heftig. Warte, bevor ich das kaputt mache. Kann ich da hoch oder nicht? Okay. Sollte ich da runter? Das Ding ist, bei manchen Stellen denke ich mir, soll ich da runter gehen oder nicht? So oder so, wir werden es ja herausfinden, ob ich etwas übersehen habe oder nicht. Deswegen, ich werde jetzt diese Politik machen. Ich werde nicht... irgendwo da runter springen. Ich werde erst... Warte mal. Warte. Warte, geht das? Wenn das geht, ne? Oh, scheiße. Sekunde. Hier hoch. Warte. So, und jetzt da... Ah, okay, nee. Ja, ich kann nicht seitlich hochgehen. Okay, alles klar. Oh ja, ich werde jetzt das hier machen. Ich werde niemals, außer es ist sehr obvious, durch irgendwelche Schluchten runtergehen. Also runterspringen. Weil dann sterbe ich meistens. Ich werde einfach ganz normal das Level spielen. Und dann, sobald ich sehe, da fehlt was, dann fange ich an mit... What the fuck? Dann fange ich an, diese Wege, also diese Löcher runterzuspringen. Ah! Sorry Leute, aber ich brauche meinen Kaffee. Weil sonst verlasse ich TweeCube und das will eigentlich jeder, aber egal. So. Oh, wie geil. Lol, wie geil war das denn jetzt, wie es so runtergerollt ist. So, oh, so richtig wie, wie ist das? Hallo, kann ich? Ich dachte, ich kann hier... Hä? Irgendwie muss ich das Alte noch ein bisschen verstehen lernen. Deswegen ist, ich dachte, ich kann jetzt so auswählen, entweder so hoch oder hier, zack, runter. Aber es geht anscheinend nicht. Aber ich kann auch irgendwie... hängen bleiben bei den Kristallen. Also, ich kriege irgendwie einen Boost nach oben, wenn ich die Dinger zerstöre. Also, sehr, sehr weird. Aber es ist halt, ist ein ganz neues Item. Muss erstmal damit klarkommen. So, was ist hier? Habe ich irgendwas? Aha! Hier ist was. Wow, eine Münze. Ich denke jetzt nicht, dass Nintendo wieder diese Politik wie damals schiebt. Digga. Nein! Wie damals macht mit diesen, hey, du hast jetzt zwar eine Stelle übersprungen, du hast ein bisschen zwischen Röhre gegangen, aber hast da jetzt dafür irgendeine Sternmünze übersehen. Das wäre nämlich sehr scheiße. Und hier ist eine andere Version. Ah, der geht von unten nach oben. Interessant. Kann ich hier was machen? Sollte mir das was zeigen? Eigentlich nichts, weil... Also eigentlich nicht, weil da ist ja nichts. Warte, kann ich ihn auch so zerstören? Nö, ich kann nicht mal rausgehen. Okay, alles klar. Hier kann ich nicht durch, aber ich kann hier lang. So, hier sind Münzen... Hier ist scheiße. Okay, krass. So, verpisst euch. Sehr geil. Also ich mag das Level jetzt schon sehr, sehr. Also das heißt jetzt schon. Eigentlich, egal was für ein Level ich starte, ist es immer geil. Also sind wir mal ehrlich, Leute. Die Level hier sind richtig
Geil. Ich wusste es. Ich wusste, dass da eine Ranke ist. Aber ich mach trotzdem so, hey, yo, imagine, ich mach jetzt eine Staffattacke und da kommt tatsächlich eine Ranke raus. Lol, und da tatsächlich kommt echt eine Ranke raus. Ja, ich weiß, Leute, es war obvious, aber ich habe auch daran gedacht. Nur ich habe trotzdem mal einfach so, just for fun, mal hier so Sex. Nee, keine Ahnung. Was ist hier eigentlich? Was muss ich mal... Ja, fuck! Was zur Hölle war das denn? Oh, den Inventar. Her damit. Danke. Warte, ich muss hier durch. Hallo? Oh, fuck. Ich muss da hin. Oh mein Gott! Es kann sein, dass da was ist. Fuck! Schnell dahin. Sehr gut. Oh. Da ist ein Dings. Oh. Okay, das war jetzt ein bisschen riskant, wie ich gespielt habe. Aber ich glaube, die Blumen waren nötig, ne? Glaube ich. Egal. Jetzt gehen wir hier rein und ich trinke meinen Tee. Ich habe natürlich auch Tee mitgenommen. Meine Frage ist jetzt, kann ich... Oh, Digga, das schmeckt ja ultra geil. Der Tee ist selbst gemacht, also Eistee. Wir machen unser Eistee immer selbst. By the way. Nur will ich mal gucken, ob es... Ja, ist noch aktiv. Scheiße. Digga, ich hab... Na, fuck. Ich hab nur eine Münze. Okay, hier ist die dritte. Also, ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass das hier jetzt die zweite Münze ist, weil sonst kotze ich. Ja, und wie komme ich da hoch? Hier, oder wie? Gibt es irgendwas, was ich bei diesem Item nicht verstehe? Ah, ich sehe es schon, warte. Ah, okay. Krass. Ja, gehen wir hier runter. Warte mal, ich kann aber oben langlaufen. Seht ihr das? Moment. Ich kann aber oben langlaufen. Aber wie zerstöre ich das? Wie zerstöre ich das hier? Sekunde. The fuck? Interessant. Aha. Aha, hier sind ein paar Münzen. Okay, interessant. Ja, mehr war nicht. Okay. Leute, wir müssen das Level neu starten. Jep, müssen wir. Nur das geht schnell. Oh, perfekt, Digga. Easy. Wunderbar. Ja, das war wirklich wunderbar. Geil. Ah, das ist schön, wie es vorangeht hier. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieses Item ist inspiriert von Mario Galaxy. Also die Entwickler haben sich Mario Galaxy nochmal angeguckt. Und dann waren sie so, hey, es gibt dieses Item und das und jenes. Warum können wir nicht vielleicht einen Mix davon machen? Oder hey, sie haben sich das angeguckt von Mario Galaxy und dann haben sie auf einmal die Idee bekommen. Oh, ja, lass mal das machen. Und zack, ist das Item entstanden. Das ist eine krasse Theorie meinerseits. Ich bin davon überzeugt, dass es so gelaufen ist. Sie haben sich ein Spiel angeguckt, Mario Galaxy, und dann sind sie auf einmal auf eine Idee gekommen. So, ja Mann, das machen wir jetzt. So. Ich find's geil, wie Toad läuft. What the fuck? Laufen die Charaktere alle so? In diesem Looney Tunes-Style? Also wirklich, das ist irgendwie voll funny. Wie geil. So, hier hoch bitte. Oder auch so. Okay, alles klar. dann eben so. So, dann gehen wir mal hier hoch. Was ist da? Ein Duster. So. Und runter geht's. Wie schaut's eigentlich mit Schwimmen aus? Kann ich hier irgendwie... Nö. Ich war mir überlegen, ob ich vielleicht, weißt du, sowas wie, keine Ahnung, Bohrer schwimmen, was auch immer. Hinterfragt nicht, was ich denke, okay? Das ist meine Fantasie. Scheiß drauf jetzt. So, schnell hier durch. Easy! Alles klar, Leute. Dann fangen wir auch direkt mit dem nächsten Level an. Weil mehr gibt es eigentlich nicht. Also mehr gibt es eigentlich nicht. In diesem Level. Easy! Okay. By the way, ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts wir schon mit Toad spielen. Ich finde es sehr geil, wie krass ich einen Überblick über die ganzen Charaktere habe. So wie oft ich diesen Charakter spiele oder den anderen. Warte, habe ich überhaupt? Warte, wie geht das nochmal? Hier, Level. Genau. Ja, dieses Level. Okay, es hat einen grünen Haken, dann ist es sehr gut.
Das ist monetarisiert, lol. Okay, so. Ist hier vielleicht irgendein Item? Aha, hier ist eine Münze, die mir gar nichts bringt. Aber, ey, hier ist ein Shop. Was hast du denn Schönes? Ja, das natürlich. Das kaufen wir direkt. Dann, ja, das war's schon. Okay, alles klar. Ja, danke, danke, danke. Ich könnte hier nach unten gehen. Und ich glaube, es war ein Fehler. Ich hätte erst nach rechts gehen, hier nach rechts gehen dürfen, müssen. Jetzt kommt ein Zwischenboss oder sowas. Mal gucken. Auch wenn, dann ist es nicht schlimm. Dann machen wir das eben als erstes. Oha! Leute, ein Boss. Ein Zwischenboss. Geil. Ist das eigentlich die andere Welt da hinten? Ah ne, ich muss das noch gar nicht spielen. Warte mal. Hier, Level. Ah. Die wilden Inseln. Ja, das weiß ich. Was nach außen erreicht die wolkenlose Wüste. Okay, Leute, da würde ich sagen, scheiß mal auf diesen Zwischenboss. Wir gehen jetzt nach rechts, denn da ist die nächste Welt. So. So schaut's aus. Zack. Welt 4, wolkenlose Wüste. Ui, geil. Aber warum sieht das so... Im ersten Moment dachte ich irgendwie, das wäre so ein Sugar-Welt, so voll Zucker. Und das hat gerade im ersten Moment so ausgesehen, vielleicht sollte es auch so sein. Und das hat mich irgendwie an Ralf Reichs erinnert, diesen einen Film. Wie alt ist der Film? 7 Jahre? Ne, 8? Warte mal. Ganz kurz, Moment, das ist jetzt sehr wichtig. Ich möchte jetzt wissen, von wann dieser Film ist. Weil ganz oft... Digga, ich möchte jetzt nicht vertrauen... Scheiß Hurensohn. Warte, komm, ich mache einfach so... Du dummer Wichser. So. Ralf. Ralf. Reicht. So. 2012! 2012! Okay. Ja, diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollten die anderen noch doch Durst haben, habe ich jedenfalls nichts für sie. Geil, ne? Aber what the fuck? 2012? Was? Dieser Film wird einfach 12 Jahre alt. Dieses Jahr. What the fuck? 12 Jahre alt, da war ich einfach. Digga, ich war 8 Jahre alt. Oder? Ja, je nachdem, was für ein Monat. Ich glaube, es war April, stand da. Ich weiß gerade gar nicht. Wie alt war ich? Scheiße. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißer Sand, so weiß, so weit das aus. Blick, so die dünnen Strahlen, ja. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königssamen geben. Puh, hier ist es ganz schön heiß hier. Oh mein Gott, wir müssen aber weitermachen. Alles klar. Ja, Digga. Das sieht ja voll nach. Das ist eine Zuckerwüste, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Überall Zuckerguss. Mary Poppins Haus in der Wüste. Geil. Na, gucken wir mal. Moin. Oh, lol. Oh, nee, sag jetzt nicht, die ganze Welt wird jetzt genau so aussehen, Alter. Mit diesem scheiß Movement. Da hätte ich ja eh schon keinen Bock mehr. What the fuck? Alles klar, Digga, auf einmal ist das Ocarina of Time. Erstmal Vasen zerstören, vielleicht ist da ein Rubin drin, lül. Okay, geil. Das ganze Wasser, oh nein. Oh, Prinz Florian, ich kann dir mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich... Wüstling. Versteht ihr mal? Wüste. hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast den Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Oh nein, bitte bring uns das Wasser zurück. Oh Mann. Okay, welch üble Lage. Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins hier in der Wüste verrecken. Okay. Dankeschön, Dankeschön, Ehrenmann. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, warum die Wüste eine Wüste ist, weil einfach Afrika. So, Leute, wir sind endlich in dieser neuen Welt angekommen. So, was willst du eigentlich? Prinz Florian, die Oase ist der einzige Ort in der wolkenlose Wüste, an dem es noch Wasser gibt. Früher gab es auch rund um den Palast viel Wasser, aber das war, bevor dieser Fiesling alles geklaut hat. Auf die Oase werde ich aufpassen, aber bitte befreit unseren Palast. Okay, krass. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Okay, der weiße Sand. Solltest du dich in der weiten Wüste verlaufen, öffne einfach die Karte mit L. Okay. Also ist das hier eine Open World, also richtige Open World Scheiß. Das ist geil. Oh! Ah, okay. Okay, geil. Und es gibt eine kleine Mission, dass wir irgendwie das Tor aufmachen müssen. Hier ist... Ja, warte, kommt da Sand raus anstatt Wasser? Lol. Okay. Mm,
Was ist hier alles? Warte, da sieht danach aus. Es sieht so aus, wie ob da hier irgendwie ein Weg wäre, aber nö. Ist da ein Weg? Nö. Okay. Was ist hier alles drin? Was ist hier? Ich erkunde erstmal ganz kurz hier die Welt. Weil, nicht dass hier. Okay, hier ist ein Rätsellevel. Was ist hier alles? Okay, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz nach unten. Ich möchte erstmal alles gucken, weil dann müssen wir das im nächsten Part nicht machen. Ich mache das jetzt in diesem Part noch. Ich kann auch hier nicht hochspringen. Kann ich hier eigentlich. Gibt es hier unsichtbare Blöcke? Ich weiß nicht. Okay, hier. Irgendwie erinnert mich das hier ein bisschen an Paper Mario Origami King aus irgendeinem beschissenen Grund. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe sehr komische Fantasien. So, ist hier was. Aha! Okay, hier ist eine Verschnaufpause. Alles klar. Ja gut, Leute. Würde ich sagen, dann spielen wir das erste Level im nächsten Part. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen früher los. Deswegen, wir haben schon mal Welt 4 erreicht, das ist schon mal gut. Ich gucke erstmal nochmal, was er zu bieten hat. Wahrscheinlich wieder mal so. Oh, okay, her damit. 2-Stufensprung. Stimme mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab. Wenn dein Timing stimmt, kannst du höher springen als normal, sogar auf Sand. Okay, das werden wir kaufen und das werden wir auch einsetzen. Dann kaufen wir das und dann haben wir alles. Okay, ja bitte, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr wichtig. So Leute, danke fürs Zusehen. Gerne in die Beschreibung reingucken, da gibt es ein paar Social Media Links. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao Leute.